Herzlich willkommen zum Podium mit dem Titel Grünes Wachstum versus im Boden lassen zur Rohstoffproblematik, dem zweiten Abendpodium hier auf der Sommerschule und dem Klimacamp. Ich bin Nina Treu, ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie und darf jetzt die Moderation machen und würde euch als erstes mal unsere vier Sprecherinnen hier oben vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt José Cuervo. Er ist aus Ecuador und ist Ökolandbauer, baut dort Kaffee an und engagiert sich seit 18 Jahren im Widerstand gegen eine Kupfermine dort vor Ort. Die Gruppe heißt inzwischen Movimiento Vivir Bien. Er hat gemeint, die haben ganz oft den Namen gewechselt, das ist nicht das Zentrale an seiner Arbeit. Und er ist jetzt in der lokalen Stadt, wo er wohnt, in der Stadt Cucacachi, dort in der Stadt beschäftigt. Herzlich willkommen, José. Ebenfalls zu meiner Rechten sitzt Laura Weiß. Sie ist langjährige Klimaaktivistin und arbeitet inzwischen bei PowerShift, dort zu Ressourcen- und Energiefragen auf einem globalen, aber auch einem lokalen und deutschen Niveau. Herzlich willkommen auch, Laura. Zu meiner Linken hier sitzt Franziska Killiches. Sie arbeitet bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, dort im Bereich Bergbau und Nachhaltigkeit. Danke für den Hinweis, tut mir leid. Und berät dort Ministerien und offizielle deutsche Institutionen zu Bergbau und Nachhaltigkeit. Wie das in die Einrichtung genau macht, erzählt sie später auch nochmal. Herzlich willkommen, Franziska. Und ganz links sitzt Nico Pech, oder ganz rechts für euch sitzt Nico Pech, Nachhaltigkeitsforscher aus Oldenburg und ziemlich bekannter Postwachstumsökonom in Deutschland. Schön noch, dass du da bist, Nico. Ja, kurz zum Ablauf. Alle vier werden hier jetzt einen kurzen Input geben nacheinander von so 8 bis 10 Minuten. Wir werden dann ein bisschen aufeinander reagieren und ein paar Fragen auf dem Podium andiskutieren und dann natürlich die Diskussion öffnen, dass ihr euch alle beteiligen könnt. Wir dachten ursprünglich, wir machen das vielleicht mit Kartenabfragen, aber gestern lief das ja so gut mit dem Mikrofon, dass wir einfach nachher die Diskussion öffnen würden. Vielleicht noch als Hinweis, die Diskussion nachher ist auf Englisch, weil das sonst ein bisschen lang wird für die Dolmetscherinnen, aber wir dachten, es ist einfacher für José, wenn er auf Spanisch vortragen kann und für uns, wenn er auf Deutsch vortragen können, deswegen jetzt diese Zweisprachigkeit. Gut, wir würden anfangen mit José. Bien. Hola con todos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Yo vengo de Ecuador, de una región que se llama INTAG, y lo que le voy a contar simplemente es nuestra historia. Para contextualizar el lugar, INTAG está en el noroccidente del Ecuador, en una región, en la confluencia de dos ecorregiones, el Chocó y los Andes tropicales, lo cual le provee... Okay, Leute, es tut mir wirklich sehr leid, wir haben hier technische Probleme. Anscheinend wird jetzt Spanisch auf dem deutschen Kanal gehört. Nochmal? Einfach weiterreden. Okay. You can Empezamos de nuevo. Bueno. Como les decía, vengo del noroccidente del Ecuador. Estamos en una región a tan solo 11 minutos de la línea ecuatorial. Y es una región, INTAG, de donde yo vengo, una región que está en la confluencia de dos ecorregiones, el Chocó y los Andes tropicales. Dos ecorregiones que proveen a este lugar de características muy especiales de biodiversidad, de endemismo. Es una región exuberante, digamos así, en bosques tropicales, bosques de neblina. Tal vez los últimos remanentes de este tipo de bosques en el occidente ecuatoriano y en gran parte de Sudamérica. También es una región que por sus características geográficas, por estar en las estribaciones de la cordillera de los Andes,
Tiene una gran cantidad de ríos, son más de 25 ríos que atraviesan nuestro valle. Y al mismo tiempo es un lugar donde desde hace algunos cientos de años habitan poblaciones campesinas que producen una gran diversidad de alimentos para el autosustento, pero también es parte de la soberanía alimentaria del Ecuador. Bueno, eso para un poco tal vez describir cómo es nuestra región. Y la historia empieza sobre lo que queremos hablar en la década de los 90, cuando empiezan a haber exploraciones mineras en toda la región de Inta, más o menos para el año 97. Una compañía japonesa descubre un yacimiento mineral finalmente y elabora un documento de estudio de impacto ambiental y de plan de desarrollo de la mina. Es la Agencia Japonesa de Cooperación la que lo hace. Y en este documento, pues, aparte de que indican que han descubierto un yacimiento de 300 millones de toneladas con una ley mineral de 0,7% para 2 millones de toneladas de cobre, también indican cuáles son los impactos ambientales y sociales que esto tendría. No voy a entrar en eso, creo que no es necesario hablar de esos impactos, pues creo que la gran mayoría de las personas los conocen. Pero lo que sí es interesante es que a partir de que la gente tiene acceso a este documento, es cuando empieza un proceso de resistencia, hablamos del año 97. Esta resistencia tiene dos partes, bueno, por un lado, como su nombre indica, resistir ante la minería. La gente llamó varias veces a la empresa japonesa a conversar, no vinieron, pues bueno, decidieron tomar acciones por su propia cuenta. Bueno, desalojaron el campamento y le prendieron fuego a las tablas que eran finalmente del mismo bosque. Pero lo interesante de este asunto es que ahí empieza un proceso que se enfocó mucho más a buscar la participación y la alternativa antes que resistir por resistir. Porque se sabía que si no se buscaba una fuerte organización, iba a ser muy complicado hacer frente a lo que se conocía y se conoce aún hoy, que es el trabajo de las empresas mineras. Tal vez coincide que en el año 97, en nuestro cantón, que es el cantón Cotacachi, la región donde vivimos, asume, digamos, el primer alcalde indígena, y entonces entramos en un proceso de participación, de democracia directa, liderado por la Asamblea Cantonal, en la cual, con la participación amplia de los diversos sectores, especialmente indígenas, pueblos, campesinos, etcétera, se empieza a tomar las decisiones, tanto desde el presupuesto participativo como la toma en general de decisiones de esa manera. Y digamos que eso da paso a un proceso muy interesante de generación de alternativas. El discurso con el que llegó el Estado y las empresas, de decirle a la gente que ustedes son pobres, ustedes son gente que necesita cosas, chocó con la concepción que tenía la misma gente de sí misma, es decir, en ese momento se enteraron de que eran pobres. Y entonces, frente a ese discurso perverso, la opción fue generar alternativas económicas, de desarrollo económico. Y durante, digamos, más o menos 11 o 12 años, en toda esta zona se empiezan a desarrollar diversos tipos de proyectos y crearse muchas organizaciones, al punto que llegamos a ser más de 25 diferentes organizaciones, pero todas respondiendo a una visión que pretende al menos proponer desde abajo, o sea, desde la base, con la fuerza de la gente, con la fuerza de la naturaleza, ir desarrollando ideas como producir café orgánico de exportación o artesanías o cosméticos o desarrollar el turismo o fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria. También el municipio tenía que invertir en salud y en educación, pero bajo la lógica de la gente. Digamos, fue un proceso muy interesante que incluso llevó al desarrollo, a la concepción de proyectos de pequeñas hidroeléctricas para generar energía alternativa para vender al mercado nacional, pero cuyas utilidades sean reinvertidas en la misma cuenca. Digamos que esta primera etapa, una etapa muy interesante, permitió que esa misma participación de la gente
nos logre vincularnos hacia el mundo a través de, por ejemplo, la participación de voluntarios, incluso de los mismos países de donde eran las empresas mineras, tales del caso de Japón, por ejemplo. El movimiento antinuclear de Japón se enteró que a Mitsubishi le quemaron un campamento en este lugar. Bueno, qué interesante, ¿no? Y a través de voluntarios y estudiantes se conectaron con los caficultores y hubo quien compre el café en Japón. Mismo caso Alemania, jóvenes voluntarios que llegaron a conocer esta experiencia, luego fueron tejiendo una red de solidaridad y de vínculos con la comunidad que era parte de este, es parte de esta alternativa económica que se propone desde abajo, pero que se enlaza, digamos, al mundo de esa manera. Y digamos que esta primera etapa sirvió muchísimo fortalecerla así porque en ese mismo momento llega una nueva empresa minera, Ascendant Copper, norteamericana, asentada en Canadá, y que empieza a aplicar las mismas estrategias que ya había intentado hacerlo Mitsubishi anteriormente, básicamente división de las comunidades, tráfico de tierras, criminalización, y llegaron al extremo ya también de meter paramilitares en la zona, de enfrentar incluso violentamente a la comunidad. Pero el hecho de haber estado en ese proceso organizativo fuerte, con una amplia participación no solo local, sino incluso territorial, logró que, por ejemplo, año 2007, ya estamos hablando, 2006, se logró la captura incluso de una banda, un grupo grande de paramilitares armados fuertemente, con perros entrenados, etc. lo cual incluso fue luego recuperado en una película que creo que se va a proyectar aquí el día de mañana. Entonces, pero digamos que pese a que fueron momentos terribles y durísimos para la población, el hecho de existir esa fuerte participación popular, esa fuerte organización y el concepto de la democracia directa ayudó a pasar ese momento, digamos, y lograr que esta empresa, con todo el aparato estatal alrededor, salgan de la zona, año 2008. Coincide también con que en ese año en Ecuador se da un cambio político. Avísame cuánto tiempo me va faltando. Se da un cambio político en el Ecuador. El Ecuador estuvo los 10 años anteriores en la calle, y lo digo el Ecuador porque era el país entero generalmente movilizado. 3 presidentes fueron sacados de su lugar seguidos, y el Ecuador en la calle estuvo reclamando que no se firmen los tratados de libre comercio, especialmente con los Estados Unidos, del área de libre comercio, pero también frenando la minería, la apertura petrolera hacia el sur de la Amazonía, que se pague la deuda ecológica, especialmente asumida, causada por la Texaco en el norte de la Amazonía, etc. Es decir, había una serie de situaciones que hacían que el Ecuador esté permanentemente en la calle. Producto de esa lucha y de esa permanencia de los movimientos sociales, se da un cambio político en el Ecuador y nos lleva a la Asamblea Constituyente del año 2008. Digamos que la fuerza de los movimientos sociales logró que en esa Asamblea se dé la amnistía a toda la gente que estaba perseguida por las empresas mineras. Éramos 17 en INTAC, pero más de 200 en todo el Ecuador, en todos los problemas, y se dio un mandato minero, un mandato constituyente que finalmente logró expulsar a esta empresa de INTAC y devolver más de 400 kilómetros cuadrados de áreas concesionadas a la minería en mi territorio, en INTAC, fueron devueltas al gobierno. Es verdad que fue un momento en cual bajaron las tensiones, la gente volvió a la calma, digamos así, pero también fue el momento preciso para que el poder se reacomode en este nuevo contexto político en el Ecuador y vuelvan a la carga desde una estrategia de desmovilización y de boicot hacia el proceso organizativo. Y es así que mientras la gente recuperaba la calma, los intereses mineros transnacionales se reacomodaban. Y de ahí para acá, digamos, 2008 hacia la actualidad, lo que ha habido es un proceso de infiltración en los movimientos sociales, de destrucción y de boicot a todo ese proceso, esa construcción colectiva que fueron las organizaciones alternativas, los procesos alternativos, se intervino las cuentas, bueno, primero se infiltró gente, luego se intervino las cuentas bancarias, muchos proyectos de cooperación fueron sacados de INTAC, se hizo una serie de artificios legales, incluido un decreto presidencial que limitaba el accionar de muchas organizaciones, que las criminalizaba, el famoso decreto 16 conocido en el Ecuador. Todo esto generó las condiciones para que efectivamente, hace ya casi 2 años, al final del 2013, viene una nueva arremetida. En este caso ya va atrás del contexto
de nacionalismo ya no es una empresa multinacional, sino la empresa nacional minera que entra, militariza la zona nuevamente. 450 policías y militares se toman toda la zona de Intac, se captura a dos dirigentes, uno lo meten preso y estuvo preso durante 10 meses, otro sigue en la clandestinidad hasta el día de hoy, y meten ahora ya no a una empresa transnacional, sino la empresa nacional minera con una empresa chilena, Codelco, la más grande empresa de cobre en este momento del mundo. Y entra esta nueva fase, en la cual somos ocupados, es un territorio ocupado y es un proceso que intenta ser destruido por el aparato estatal y ya no por las multinacionales. Digamos que frente a esto también hay una reacción y todo este proceso organizativo ve la necesidad de tomar otras formas de agruparse. Y entonces en el año 2014, bueno, a finales del 2013 se crea, creamos pues entre organizaciones ecologistas, campesinos, artistas, músicos, demás, un movimiento político. No era nuestro interés llegar a la política de esa manera, pero veíamos que ese poder político que se lo mantuvo años atrás y que fue fundamental para lograr lo que se logró, estaba siendo destruido por el poder dominante, en este caso una así llamada izquierda. Y entonces se crea este movimiento, el movimiento Vivir Bien, con el fin de recuperar el poder político para reconstruir y mantener la construcción local. En el año 2013-2014, ventajosamente o desfavorablemente, eso habrá que verlo, se ganan las elecciones nuevamente, todo este movimiento en la zona, se recupera la alcaldía, los gobiernos más pequeños, y es ahí donde estamos ahora, en un contexto totalmente diferente, recuperando desde abajo el poder político local, con las organizaciones tratando de recuperar este momento difícil, pero al mismo tiempo infiltrados e intervenidos, y ya con una empresa minera ahí adentro. Bueno, eso fue una rapidísima contextualización de nuestra situación. En todo caso, como les digo, hoy por hoy estamos ocupados, pero al mismo tiempo recuperando nuestra organización y nuestro poder político como desde abajo, con la fuerza nuestra. Y bueno, es una nueva etapa en la que veremos cómo vamos a avanzar. Gracias. Muchas gracias. Okay. Ja, vielen Dank, José. Dieser ja, sehr berührende und auch sehr persönliche Beitrag lernt natürlich dazu ein, zu reagieren, aber ich glaube, ihr habt ja trotzdem eigene Inputs vorbereitet. Wir werden uns nachher stärker aufeinander beziehen. Jetzt lade ich erst nochmal Laura ein, über ihre Arbeit im Allgemeinen zu sprechen und sozusagen, was PowerShift zu Ressourcenbedarf und Energiebedarf sagt und wie diese Ressourcengerechtigkeit auch mit Klimagerechtigkeit zusammenhängt. Vielen Dank. Genau, ich werde versuchen, den Bogen aufzuspannen. Es soll ja auch um grünes Wachstum heute Abend gehen auf diesem Podium. Ich möchte erstmal so ein bisschen die Frage aufwerfen, was hat grünes Wachstum speziell jetzt mit Kupfer zu tun oder auch mit anderen Ressourcen? Dazu habe ich ein Zitat von der Deutschen Rohstoffagentur von 2013 aus einem Bericht oder einer Studie gefunden, wo es heißt, die meisten Zukunftstechnologien sind ohne Kupfer nicht denkbar. Der größte Mengenzuwachs für Kupfer ist in den nächsten zwei... Okay. Ich fange nochmal an, das Zitat vorzulesen. Die meisten Zukunftstechnologien sind ohne Kupfer nicht denkbar. Der größte Mengenzuwachs für Kupfer ist in den nächsten 20 Jahren bei industriellen Elektromotoren und für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu erwarten. Also für sogenannte Zukunftstechnologien oder ja, erneuerbare Energietechnologien, auch für den Ausbau von zum Beispiel Solar- und Windparks kann es zu einem erhöhten Bedarf an Stromleitungen zur Energieübertragung kommen, heißt es dort. Also Kupfer wird eben in Windkraftanlagen benötigt, wird für Kabel benötigt, auch für Erdkabel zum Beispiel. Natürlich braucht man für erneuerbare Energietechnologien noch sehr viele andere Rohstoffe, aber also heute Abend soll es ja vor allem auch um Kupfer gehen. Deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen daran aufgehängt.
Deutschland ist bei Kupfer, genau wie bei vielen anderen Rohstoffen, also sowohl energetische Rohstoffe wie Kohle, also Steinkohle, aber auch eben nicht energetische, also mineralische Rohstoffe wie Kupfer, extrem importabhängig. Bei Kupfer beträgt die Importabhängigkeit 100%, auch in der EU. Das meiste Kupfer wird aus Südamerika, teilweise auch aus Russland und Polen importiert. Also auch im Zeitalter der neuen erneuerbaren Energietechnologien wird es weiterhin starken Bedarf an Rohstoffen geben und auch an Rohstoffimporten. Das wirft natürlich so ein bisschen die Frage auf, woher diese Rohstoffe genau kommen und unter welchen Bedingungen sie dort abgebaut wurden. José hat ja gerade schon eine ganz gute einen Einstieg gegeben und geschildert, was es sozusagen für lokale Gemeinden bedeutet, wenn Kupfer abgebaut wird in einem Gebiet. Es ist insgesamt zu sagen, dass jeglicher Rohstoffabbau natürlich immer gravierende Folgen für die Umwelt hat, ökologische Folgen, aber auch soziale Folgen, egal wo das passiert. Also das sehen wir ja auch teilweise hier in Deutschland mit dem Braunkohleabbau zum Beispiel. Das ist natürlich nicht besser, wenn das in Ländern passiert, wo die Umwelt- und Sozialstandards geringer sind als hier. In Deutschland haben wir im weltweiten Vergleich sehr hohe Umweltstandards. Das heißt, es hat immer wahnsinnige Folgen für die lokale Bevölkerung erstmal. Was Rosea auch geschildert hatte, es führt in ganz vielen Fällen der Rohstoffabbau auch zu einer Militarisierung oder zur Unterstützung von Konflikten, die es bereits in Regionen gibt, weil zum Beispiel bewaffnete Gruppen sich über den Rohstoffverkauf finanzieren. Das ist auch bei Kupfer der Fall in vielen Ländern, zum Beispiel in Peru oder in den Philippinen, wo eben teilweise auch Menschen, die da im Widerstand aktiv sind, gezielt ermordet werden. Deswegen spricht man auch oft vom Ressourcenfluch, also dass es eigentlich für viele Länder eher ein Fluch als ein Segen ist, wenn sie rohstoffreich sind. Das hat auch noch ökonomische Gründe, dass nämlich wenn ein Land die Wirtschaft sehr einseitig auf den Export von Rohstoffen ausrichtet, dass andere Industriezweige schwächt, weil es dadurch eben weniger lukrativ wird, andere Dinge zu exportieren. Das ist ein großes Problem, weil es eben dadurch auch verstärkt wird, dass die Länder, die schon Rohstoffe exportieren, die eben rohstoffreich sind, was eben sehr oft Länder im globalen Süden sind oder sogenannte Entwicklungsländer, dass die eben sehr stark in dieser Rolle der Rohstoffexporteure verhaftet bleiben. Wo man dazu sagen muss, dass eben Rohstoffabbau und Rohstoffexport eine sehr geringe Wertschöpfung hat. Das heißt, es bleibt dann nicht wirklich viel hängen. Also wirklich besser wäre es eben, wenn die Rohstoffe vor Ort so zum Beispiel weiterverarbeitet würden. Und die im Umkehrschluss dann eben die Industrienationen wie zum Beispiel Deutschland sehr stark eben die Rolle von Rohstoffimporteuren einnehmen, die dann eben verarbeitete Produkte wiederum exportieren in alle Welt. Also so auch Deutschland und die EU, der Exportweltmeister Deutschland wird ja vielfach zitiert. Das soll eben nach dem Willen der Bundesregierung auch im Zeitalter der erneuerbaren Energien so bleiben. Es gibt beispielsweise die Exportinitiative Erneuerbare Energien, wo eben gezielt darauf hingearbeitet werden soll, von Seiten der Bundesregierung da auch wirklich zu exportieren und Fuß zu fassen in anderen Ländern. Gleichzeitig versucht neben Deutschland und auch die EU sehr stark, den Zugang zu Rohstoffen aus anderen Ländern, auf denen sehr dringend angewiesen sind, weil eben alle Produkte, die hergestellt werden, auf irgendwelchen Rohstoffen basieren und die meisten eben importiert werden müssen, darauf, dass sie eben Zugang zu Rohstoffen in anderen Ländern erhält. Da ist ganz wichtig auf Bundesebene die Rohstoffinitiative der Bundesregierung und die Rohstoffstrategie und die Rohstoffinitiative auf EU-Ebene, über die eben zum Beispiel durch Handelsabkommen mit rohstoffreichen Ländern oder sogenannten Rohstoffpartnerschaften, aber auch eine Förderung von deutschen Unternehmen, damit die eben Rohstoffe selbst im Ausland abbauen können, also wo das eben sehr stark gefördert wird und befördert wird, das eben abzusichern. Das hat eben wiederum
ja, sehr negative Auswirkungen in ja, vielen rohstoffreichen Ländern im globalen Süden. Zum Beispiel wird über Handelsabkommen sehr gezielt auch ja, versucht oder abgesichert, dass eben Deutschland zu sehr günstigen oder die EU zu sehr günstigen Konditionen Rohstoffe importieren kann. Da steht dann zum Beispiel in solchen Handelsabkommen, gibt es in Südamerika zum Beispiel mit Kolumbien und Peru, beides, ja, also Peru ein großer Kupferlieferant auch für Deutschland. Die dürfen laut einem Freihandelsabkommen, das seit, ich glaube, 2010 verabschiedet wurde, eben keine Exportzölle auf Rohstoffe mehr erheben. Es hat auch nicht das Ziel, dass Ungleichheiten abgebaut werden. Aus dem Grund sind dann auch Ecuador und Bolivien damals aus den Verhandlungen ausgestiegen und so weiter. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich werde deswegen zum Fazit kommen, was auch so passt. Deswegen, ich würde sagen, auch im Zeitalter der Energiewende oder ja, im Zeitalter der erneuerbaren Energien haben wir eben weiter sehr große Probleme oder Gerechtigkeitsfragen auf dem Tisch. Also selbst wenn sozusagen mit der Energiewende die Klimakrise bearbeitet werden soll, also ob das tatsächlich passiert und ob da alle notwendigen Schritte gegangen werden, würde ich jetzt auch mal ein großes Fragezeichen dahinter machen, Stichwort Wachstum, aber da wird Nico Pech sicherlich auch noch gleich mehr darauf eingehen. Genau, also wie ich versucht habe zu zeigen, Ressourcengerechtigkeit ist eben auch im Zeitalter der Energiewende ein Thema, wird derzeit noch nicht wirklich stark bearbeitet, also auch von den meisten Unternehmen im erneuerbaren Sektor ist das nicht wirklich ein Thema, wird das nicht wirklich angegangen und ja, zu Lösungsansätzen, die wir oder Forderungen, die wir erheben würden, kann ich vielleicht später noch was sagen. Dankeschön, Laura. Gut, wir machen als nächstes wird uns Franziska was sagen. Du arbeitest ja, wie gesagt, bei der Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe im Arbeitsbereich Bergbau und Nachhaltigkeit und berätst in dieser Funktion viele verschiedene Ministerien. Das heißt, wir haben jetzt die Seite des lokalen Widerstandes gehört, die einer NGO, die zur Ressourcengerechtigkeit arbeitet und werden uns jetzt sagen, der eher offiziellen Linie von Ministerien und sagen offiziellen Institutionen zuwenden. Was ist denn diese offizielle Richtung und was rätst du dem Ministerium? Was sind deine Erfahrungen? Hallo, ja. Also bevor ich auf die Frage antworte, wollte ich kurz was zur Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sagen. Das ist sozusagen die Institution, bei der ich arbeite. Wir sind eine wissenschaftliche, technische Behörde des Bundes und wir gehören in den Arbeitsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums. Hier quasi beschäftigen wir uns mit allen geowissenschaftlichen Fachthemen und forschen dazu vor allem. Das umfasst halt Rohstoffe, Grundwasser, Endlagerung und auch Polarforschung und noch weitere. Ich bin, wie gesagt, im Arbeitsbereich Bergbau und Nachhaltigkeit tätig und hier beschäftigen wir uns im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mit unseren Partnern, insbesondere in Zentralafrika, mit der Zertifizierung von Rohstoffhandelsketten. Wir forschen zu Standards, die es im Bergbau gibt und beschäftigen uns auch natürlich mit dem Thema Rohstoffeffizienz. Bei uns ist das auch eher so ein bisschen aus der bergbaulichen Perspektive. Da geht es insbesondere um die effiziente Nutzung von Lagerstätten. Und die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Das bedeutet, wir haben im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums über 25 Projekte weltweit im Bereich Geothermie, Wasser, Grundwasser und Rohstoffe und beraten da Regierungen, aber wir arbeiten auch mit lokalen Interessengruppen zusammen und der Wirtschaft. Okay, und jetzt zu der Frage, ich hoffe, ich habe euch nicht verloren auf dem Weg, zu der Frage sozusagen, was ich der Bundesregierung, wenn wir uns den Fall von Ecuador anschauen, raten würde. Und da ist wahrscheinlich die ziemlich ernüchternde Wahrheit, dass ich der Bundesregierung nicht viel sagen kann, da es natürlich die souveräne Entscheidung der ecuadorianischen Regierung ist und der Bevölkerung des Landes, ob ein Bergbauprojekt zustande kommt oder nicht. Also das ist natürlich nichts, was Deutschland entscheiden kann. In meiner Einarbeitung in das Thema habe ich mir das
ecuadorianische Berggesetz angeschaut. Das hat verschiedene sozusagen Ausführungen, ist ja klar. Und eine zum Beispiel ist, dass halt umfangreiche Environmental Impact Assessments gemacht werden müssen, diese Bergbaufirmen sowohl in der Exploration, also sozusagen in der frühen Erkundungsphase von Bergbauprojekten, als auch im Abbau weiterhin Environmental Management Pläne vorlegen müssen, die halt die sozialen und ökologischen Folgen für die Umwelt und für die Menschen minimieren und kontrollieren sollen. Und das muss vom Umweltministerium in Ecuador bestätigt werden. Und das ist beispielsweise ein Tool, was ganz wichtig ist bei Bergbauprojekten. Das ist auch genauso so in Deutschland. Das ist sozusagen in der ecuadorianischen Berggesetzgebung schon angelegt. Das Gleiche ist, dass in der ecuadorianischen Berggesetzgebung steht, dass vor und während des Bergbauprojektes, also auch in der Explorationsphase schon, muss die lokale Bevölkerung informiert und umfangreich konsultiert werden. Es wird daran festgelegt, das ist ziemlich interessant, dass wenn die lokale Bevölkerung keine Zustimmung gibt zu dem Bergbauprojekt, dann muss das Bergbauministerium, also sozusagen auf nationaler Ebene, eine begründete Entscheidung herbeiführen. Und auch dieses Tool, das nennen wir Free, Prior and Informed Consent, ist ein ganz wichtiges, was weltweit Anwendung finden muss und was sozusagen schon in der ecuadorianischen Berggesetzgebung auch angelegt ist. Die deutsche Bundesregierung hat 2010 die Rohstoffstrategie verabschiedet, das Kabinett hat das verabschiedet und darin sind zwei Sachen festgelegt, die, glaube ich, hier für diesen Kontext sehr interessant sind. Zum einen wird festgelegt, dass die Rohstoffversorgung Deutschlands Aufgabe der deutschen Unternehmen ist, also sozusagen die Bundesregierung kauft jetzt keine Rohstoffe irgendwo ein, lagert die zwischen und verkauft die dann an deutsche Unternehmen, sondern es sind die deutschen Unternehmen, die selbst sich ihre Rohstoffversorgung sichern müssen. Und hier, wie schon vorher gesagt wurde, sind wir bei metallischen Rohstoffen zu 100% von Importen abhängig. Und die Unternehmen müssen halt diesen Rohstoffbedarf decken. Und das ist halt meistens aus dem Ausland, weil Deutschland hat auch keine großen Bergbauunternehmen im Ausland, die im Ausland aktiv werden, nur einige. Genau, also das sozusagen zum einen in der Rohstoffstrategie angelegt. Und das zweite ist natürlich, dass sich Deutschland für die Umsetzung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen im Bergbau auch in Entwicklungs- und Schwellenländern einsetzt. Hier wurde das Bundesentwicklungsministerium schon angesprochen. Die haben ein entwicklungspolitisches Strategiepapier verabschiedet. Und hier wird halt gesagt, dass im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Länder, Regierungen beispielsweise unterstützt werden können, wenn sie den Wunsch haben, ihre nationalen Rohstoffe als Entwicklungsmotor zu nutzen oder zur Armutsreduzierung. Und dann im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit Entwicklungsprojekte angestoßen werden. Wie schon gesagt, ist die BGR hier zusammen mit der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der größte Durchführer. Ich habe es vorhin nur so überschlagen, ungefähr 30 EZ-Projekte und die GIZ und und die BGR, und das habe ich vorhin auch nur so überschlagen, also wir setzen ungefähr 25 Millionen Euro in sozusagen Rohstoffkooperationsprojekten ein. Und hier, um vielleicht einige Schwerpunkte zu nennen, die die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in dem Bereich macht, das ist zum Beispiel die Stärkung von lokalen Aufsichts- und Kontrollbehörden, die Förderung von Transparenz. Also Deutschland ist einer der größten Geber für den internationalen EITI-Prozess. Da geht es um Transparenz in rohstoffbezogenen Zahlungen, aber auch die Verminderung von rohstoffbezogenen Konflikten ist ein Schwerpunktthema der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in dem Bereich. Aber auch hier ist ganz klar zu sagen, dass es die souveräne Entscheidung der ecuadorianischen Regierung ist, ob sie in so ein Entwicklungsprojekt und Kooperationsprojekt mit Deutschland eintritt. Und das ist was Ecuador entscheiden muss und was nicht von uns unilateral initiiert werden kann. Und damit bleibt die Frage sozusagen, was können wir in Deutschland tun, weil es ja doch alles sehr weit weg ist.
Also und hier wurde schon gesagt, dass Recycling und Substitution ein ganz wichtiges Thema ist. Weltweit schätzt die UNEP, werden 50% des Kupfers recycelt. In Deutschland und in Europa ist man ungefähr bei 40%. Das heißt, es gibt noch Steigerungsraten und natürlich ist es so, dass Kupfer, was aus sekundären Quellen gewonnen wird, ökologisch sozusagen besser ist, weil beispielsweise nicht so viele klimaschädliche Gase verursacht werden und weniger Energie eingesetzt wird. Und genau, Kupfer ist halt insofern recht interessant, weil es eigentlich theoretisch ohne Qualitätsverluste unendlich recycelt werden kann. Also sozusagen Substitution und Recyceln, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich sage immer gerne als Beispiel, weil das, glaube ich, jeder so bei sich selber hat. Also eine durchschnittliche Handynutzungsdauer in Deutschland beträgt 18 Monate und es nimmt weiter ab. Und das zeigt einfach sozusagen, wie schnell wir Rohstoffe verbrauchen. Genau, das als eines Beispiel. Und das Zweite ist, dass auch von deutschen Unternehmen, die Rohstoffe importieren, sozusagen verantwortliches Handeln in ihren Kaufentscheidungen gefordert werden muss. Hierfür gibt es internationale Leitlinien. Deutschland setzt gerade setzt in einem nationalen Prozess die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte und Wirtschaft um. Oder eine andere Leitlinie, die auch Unternehmen nutzen sollten, ist die OECD-Leitlinie zu Rohstoffen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten. Die bezieht sich vor allem auf Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, nicht so sehr auf Kupfer, aber sie kann auch für Kupfer genommen werden beispielsweise. Und hier sind halt die Unternehmen aufgefordert, sorgfältig zu prüfen, ob sie zu groben Menschenrechtsverletzungen mit ihren Kaufentscheidungen beispielsweise beigetragen haben. Und genau, das war's von mir. Vielen Dank, Franziska. So, nach dieser eher staatszentrierten Perspektive geht es sozusagen an Nico Pech mit der Frage, was ist denn eine Postwachstumsperspektive oder eine Degrowth-Perspektive auf diese Ressourcenproblematik? Ja, aus wachstumskritischer Sicht würde ich sagen, dass die soziale Frage des 21. Jahrhunderts im globalen Maßstab eng verknüpft ist mit der Frage der Verteilung der Zugänge zu mineralischen und sonstigen ökologischen Ressourcen. Das liegt einfach daran, dass jeder Art von Produktion, von Mobilität oder jeder Art der Inanspruchnahme moderner materieller Freiheit immer bedeutet, ein Quantum an nicht erneuerbaren Ressourcen zu verschleißen oder einfach die Entropie des Gesamtsystems zu erhöhen. Das heißt also, dass alles, was wir Wohlstand nennen, mit Ausnahme vielleicht eines Faustkeils, ja, ist in irgendeiner Form gekoppelt an einen quasi nicht mehr wettzumachenden Verschleiß an ökologischen Kapazitäten. Und deswegen gibt es auch keinen wirklichen Widerspruch zwischen Formen von ökologischer Nachhaltigkeit auf der einen Seite und der Frage der Verteilungsgerechtigkeit in den Zugängen zu Ressourcen. Wenn ich jetzt den Ausführungen von José beispielsweise folge und mich frage, woran es liegt, dass also Länder wie Ecuador, aber auch viele andere lateinamerikanische Staaten also von einer Plünderung heimgesucht werden, die sich aus ganz unterschiedlichen Quellen speist. Das sind in der Tat oft multinationale Konzerne, aber wie man jetzt natürlich immer häufiger auch sieht und hört, sind das tatsächlich auch Bestrebungen oder unternehmerische Anstrengungen, die aus Lateinamerika selbst kommen, dann möchte ich einfach, ich habe ja nicht alle Zeit der Welt, einfach drei wichtige Ursachen benennen. Ich möchte drei wichtige Ursachen benennen, aber nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit, um diese fürchterlichen Pathologien, aber auch Menschenrechtsverletzungen, über die wir gerade unter anderem von José gehört haben, um die verständlicher zu machen. Verständlich im Sinne von begreifbar, um das klarzustellen. Zunächst einmal gibt es einen perversen Sieg des nördlichen Kulturmodells. Wir erleben ja in Lateinamerika, aber auch in Asien und Afrika, dass jetzt tatsächlich breite Mittelschichten entstehen auf diesen Kontinenten, die interessanterweise über die internationale Verflechtung der Produktionssysteme Arbeitsplätze bekommen konnten.
und auf diese Weise ihre Kaufkraft steigern konnten. Wir haben also ein nachholendes Wachstum. Während wir also genau wie José das beschrieben hat, Widerständigkeit erleben, neue Netzwerke, die sogar weit über politischen Widerstand hinausgehen, sogar neue Formen des Wirtschaftens erproben. Wir haben tolle Beispiele gerade gehört. Gibt es parallel dazu natürlich eine Begehrlichkeit, die sich nicht nur aus unternehmerischer Profitgier, sondern eben auch aus einem Mittelschichtphänomen speist. Diese beiden Bollwerke laufen gegeneinander und leider ist zu befürchten, dass also die Emanzipation sozialer Bewegung nicht die Chancen hat, praktisch die wirtschaftliche oder ökonomische Entwicklung zu prägen, so wie das die natürlich prosperierenden Mittelschichten und natürlich die Unternehmenswelt tut in Lateinamerika. Der zweite wichtige Grund ist die Innovationsorientierung moderner Konsumdemokratien. Beispielsweise in Deutschland erleben wir, dass die, das hat übrigens auch die Franziska, wie ich finde, schon sehr schön zum Schluss auf den Punkt gebracht, dass wir immer neue Wellen in immer kürzeren zyklischen Abständen von Smart Technologies verabreicht bekommen, etwa im digitalen Bereich. Und wir glaubten eine Zeit lang, dass diese Smart Technologies, dass die letzten Endes irgendwie zu einer Dematerialisierung der Wirtschaft beitragen könnten. Stichwort Wissens- oder Informationsgesellschaft. Das exakte Gegenteil ist der Fall. Je smarter die Technologien, desto weniger sind wir dann zwar vielleicht abhängig von Erdöl, dafür aber eben umso mehr von anderen Mineralien, vor allem eben von seltenen Erden, von strategischen Metallen und Kupfer gehört eben auch dazu. Und der dritte wichtige Grund ist letzten Endes auch in Europa das grandiose Scheitern des sogenannten grünen Wachstums. Stichwort Kupfer. Wir haben ja in der Produktion von Windturbinen in den letzten Jahren atemberaubende Fortschritte erzielt. Die Anlagen werden immer größer, immer höher. Das heißt, die Leistung dieser Anlagen nimmt zu. Jede Windkraftanlage ist heute ein, ja, für sich betrachtet ein kleines Industriesystem geworden. Mit der zunehmenden Größe und Ausbeute dieser Anlagen ist aber in Wahrheit die Produktivität nicht gestiegen. Wir brauchen umso mehr kritische Ressourcen. Es hat eine Welle der Windkraftanlagenproduktion gegeben, wo vor allem getriebelose Windkraftanlagen das Nonplusultra zu sein schienen. Dafür brauchte man sogenannte Permanentmagneten, über die man selten redet. Um Permanentmagneten zu erzeugen, braucht man Neodym. Die Produktion von Neodym ist noch um ein Vielfaches schmutziger und grauenhafter als alles, was wir hier über die Kupferproduktion gehört haben. Neodym wird vorwiegend in China produziert. Unweit der chinesischen Grenze zur Mongolei gibt es einen Industriestandort, der heißt Baktu, glaube ich. Ich kann nicht Chinesisch, sorry. Da leben fast 2 Millionen Menschen, die alle sozusagen von irgendeiner Form der mineralischen Verwertung eben leben. In der Nähe von Baktu gibt es eine der grauenhaftesten Freiluftgiftmülldeponien überhaupt auf diesem Planeten. Ein riesiger See, in dem einige zigtausend Tonnen an radioaktivem Thorium lagern und auch einige Tonnen an hochradioaktivem Uran. Das hat nichts mit Nuklearindustrie zu tun, sondern mit der Produktion von Neodym, die man dann von Neodym, das man dann brauchte für Permanentmagneten. Übrigens auch für Antriebe teilweise in Hybridfahrzeugen und natürlich auch für die Elektromobilität. Nun, es gibt einen großen innovativen Windkraftturbinenerzeuger in Norddeutschland, den alle kennen, den ich auch ganz toll finde als Produktionswirtschaftler und Nachhaltigkeitsforscher, der es geschafft hat, getriebelose Windkraftanlagen auch jenseits von 3,5 oder 5 MW zu bauen, ohne Neodym. Der braucht dafür dann aber gigantische Ringgeneratoren aus Kupfer. Was man hieran... Okay. Ja, eine Windkraftanlage dreht sich halt schnell. Das heißt also, wir haben überall, wo wir sozusagen tiefer eindringen in die Versuche über technologischen Fortschritt ein grünes Wachstum oder eine Energiewende herbeizuführen, haben wir Dilemmata. Das sind sogenannte materielle Rebound-Effekte, die darin bestehen, dass man an der einen Stelle glaubt, ein ökologisches oder ein stoffliches Problem lösen zu können, dafür aber mehr Entropie, Zeit und Raum und Stoff verlagert erzeugt. Das heißt also,
wir haben im Prinzip so eine Art Teufel mit dem Belzebub-Austreibungssyndrom. Und das zieht sich durch fast alle Innovationen, die man der sogenannten grünen Wachstumsstrategie zuordnet. Und das erhöht den Druck auf Lateinamerika. Die Lithiumproblematik in Bolivien ist so ein Beispiel. Es gibt aber auch einen direkten Impact, denn wir dürfen nicht nur über mineralische Ressourcen reden, wenn gerade von Plünderungsphänomenen in Südamerika die Rede ist. Schauen wir uns beispielsweise die Wasserkraftstrategie in Brasilien an, Belo Monte, wo also eben Flächen, Urwälder, Lebensräume für indigene Völker zerstört werden, um direkt quasi, man nennt das dann Leapfrogging in Brasilien, dieser Terminus, der stammt noch aus den 70er Jahren, man will also die fossile Strategie Europas möglichst überspringen, was per se eine gute Strategie wäre, aber was nun geschieht ist, dass man gigantische Wasserkraftanlagen baut, die so ruinös sind, dass damit abermals, ich kann das nur noch mal so prosaisch wiederholen, der Teufel mit dem Belzebub ausgetragen wird. Kurz und gut, ich bin froh, dass hier der Kohlewiderstand sich so schön vereinigt hat mit der Degrowth-Bewegung. Denn die einzige Antwort auf den Wahnsinn der Ressourcenextraktion und Plünderung ist eben kein technischer Fortschritt, sondern nur eine Reduktion unserer Ansprüche an jene Produkte, jene Technologien und Infrastrukturelemente, die egal wie smart oder digital man sie auch designt, die niemals auskommen ohne Plünderung. Danke. Ja, danke auch Nico. Danke an die Referentin für diese erste Runde. Ich finde, es hat schon sehr eindrücklich aufgezeigt, dass die Ressourcenproblematik eben nicht nur die Kohle betrifft und Klimagerechtigkeit, sondern eigentlich alle Arten von Ressourcen und alle Arten von Gerechtigkeit. Ich möchte euch jetzt, bevor wir zu spezifischen Fragen kommen, kurz die Möglichkeit geben, aufeinander zu reagieren, weil ich euch nur angehört habt. Bitte haltet euch dabei kurz, also so ein, zwei Minuten, und dann machen wir weiter sagen mit direkten Fragen. Wer möchte denn beginnen mit einer Reaktion? Wir müssen jetzt nicht die Reihenfolge hier einhalten. Dann fange ich einfach mal an. Ich würde gerne nochmal auf Franziska reagieren. Du hattest ja gesagt, das ist eine souveräne der Entscheidung der ecuadorianischen Bevölkerung und Regierung sein muss, ob sie Rohstoffe ausbeuten und zu welchen Konditionen. Das würde ich ein bisschen anders sehen. Klar, ich will auch nicht der ecuadorianischen Bevölkerung oder Regierung vorschreiben, was sie tun oder lassen soll. Aber, jetzt kommt das Aber, ich würde sehr wohl den Unternehmen, die hier in Deutschland und in der EU Rohstoffe importieren aus Ecuador und anderen Ländern, denen vorschreiben, zu welchen Bedingungen diese Rohstoffe abgebaut werden sollen. Und das ist durchaus möglich. Und wir fordern an dieser Stelle verbindliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen, also dass das nicht auf Freiwilligkeit basiert, wo es ja auch Ansätze gibt, was aber nie wirklich funktioniert, sondern dass das verbindlich geregelt wird, zum Beispiel eben, du hast es ja auch angesprochen, im Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte, der gerade ausgehandelt wird. Vielleicht könntest du dazu nochmal was sagen. Transparenz und verbindliche Standards, und zwar entlang der gesamten Lieferkette auch, also jetzt nicht nur für Rohstoffe, sondern auch für verarbeitete Produkte. Auch nochmal zu dem Punkt Konsum oder Haltbarkeit von Produkten. Ich hatte nochmal gelesen gerade, Deutschland ist der drittgrößte Importeur für Handys und Laptops weltweit und der größte Importeur in Deutschland. Also wir haben da durchaus sozusagen Gewicht. Da vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Frage für später. Konsum eindämmen, oftmals ist es ja auch so, dass Produkte schon so konzipiert sind, dass sie früher oder später kaputt gehen, weil es ja auch ein wirtschaftliches Interesse der Hersteller gibt, dass man sich dann eben öfter ein Handy kauft oder einen Laptop. Das wäre auch vielleicht eine Sache, an der man ansetzen könnte. Und genau, du hattest es ja auch schon gesagt, die Recyclingquote bei Kupfer, 95% Recyclingquote sind möglich. Da würde mich auch nochmal interessieren, was ihr da als BGR fordert oder was für Schritte ihr unternehmt, dass das sozusagen in Deutschland auch umgesetzt wird von der Bundesregierung oder wie ihr die da beratet. Ja.
Es wurde vorhin kurz darum gebeten, dass nicht ganz so oft applaudiert wird, weil nämlich die Übersetzung, die Verdolmetschung sozusagen da noch in der Leitung hängt. Es ist voll schön, wenn ihr so wertschätzend seid, aber vielleicht müsst ihr nach den kurzen Beiträgen jetzt nicht applaudieren, dann klappt es besser mit dem Dolmetschen. Danke. Möchtest du direkt, Laura? Franziska, du. Ja, also ich weiß nicht, soll ich jetzt auf dich? Ich habe eigentlich an José auf jeden Fall noch mal eine Frage. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass die, dass sozusagen in der ecuadorianischen Berggesetzgebung schon viel angelegt ist, sozusagen was Best Practice wäre. Und von außen betrachtet ist es immer sehr schwierig festzustellen, was eigentlich das sozusagen, was die Stellschrauben sind, um der Theorie Wirklichkeit folgen zu lassen, weil ganz offensichtlich hast du ja eine Situation beschrieben, die kein Best Practice entspricht, sondern bei denen Menschenrechte verletzt wurden. Was sind für dich die Ansprechpartner sozusagen, und was sind die Stellschrauben sozusagen auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene, die du da denkst, dass die wichtig sind, ja, um das alles ja, entsprechend den ecuadorianischen Gesetzen auch vonstatten gehen zu lassen. Also weil es gibt ja zum Beispiel schon das Beispiel, dass sich auch Länder dagegen entscheiden, Bergbau zu betreiben. Also das klassische Beispiel ist hier El Salvador. Die haben schon seit langem Mining-Ban und es gibt sozusagen da eine Einigkeit zwischen Regierung und Bevölkerung, keine sozusagen großen Bergbauprojekte zu entwickeln. Und das gibt es ja auch und das ist ja auch eine legitime Entscheidung. Zu den verbindlichen Regeln, also ich würde auch sagen, dass diese verbindliche Einhaltung von menschenrechtlichen Mindeststandards beispielsweise gefordert werden sollte. Und das würde ich auch nicht nur sagen, dass das für europäische Importeure gilt, sondern das ist ein Anspruch, den man global formulieren muss. Die Bergbauunternehmen haben eine Verantwortung, die Explorationsunternehmen haben auch schon eine Verantwortung und die müssen diese Mindeststandards auf jeden Fall einhalten. Da ist auch wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, von welcher Mine José gesprochen hat, aber wenn das diese Junin-Mine ist, zu der ich von ihm was gefunden habe, dann ist die jetzt, so wie ich das verstanden habe, im Besitz der ecuadorianischen Bergbaugesellschaft, also einer nationalen Bergbaugesellschaft. Und hier sehen wir oft, dass entgegen dem intuitiven Verständnis, dass nationale Bergbaugesellschaften sozusagen verantwortlicher handeln, gerade die, diese nationalen Bergbaugesellschaften auch noch viel zu lernen haben, wenn es um Umweltschutz und menschenrechtliche Standards geht. Dankeschön. Ich würde erst an José zurückgeben, wenn es okay ist, Nico. Dann hast du die Möglichkeit zu reagieren, auf, aber auch was Eigenes zu sagen. Kannst du vielleicht das andere Mikro nehmen? Bien. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Francisca, efectivamente, la ley minera del Ecuador se reformó a raíz de la nueva constitución en el año 2008. Fue la primera ley que se hizo a partir de la constitución, lo cual ya nos deja muchas preguntas, porque cuando la prioridad que tenía el pueblo era una ley para regular el agua, la ley de tierras, porque no hay una buena redistribución de la tierra en el Ecuador, y otras leyes de suma importancia para el pueblo, la primera ley que se hizo fue la ley de minería. O sea, obviamente estaban respondiendo a una presión internacional. La ley de minería se la hizo bajo el auspicio de Chile y no es coincidencia que sea hoy día una empresa chilena la que está liderando la minería en el Ecuador. Es una ley, desde el punto de vista de las comunidades que están en un conflicto con minería, que deja muchos vacíos y muchas interrogantes, y normalmente estas se resuelven a favor de las empresas. Tú mencionabas el tema de la consulta. En la ley la consulta no es vinculante, es decir, una empresa puede consultar, pero en caso de que la respuesta fuese negativa hacia la minería, el ministerio tomará las decisiones finales. Por tanto, no se hace la consulta y lo que hacen es una socialización, es decir, contarle a la gente lo bueno que les va a pasar, ¿no?, desde el criterio de la empresa. De todas maneras,
Esta misma ley ha sido ya reformada en tres ocasiones desde el año 2008 para acá. Es decir, estas reformas han estado enfocadas básicamente a favorecer más la inversión a través de la reducción de impuestos y a través de la reducción de la normativa previa a la obtención de licencias. Por tanto, cada vez la ley regresa a lo que teníamos antes de la constitución más ambientalista del mundo. Y el resultado de eso es que hoy por hoy la conflictividad social entre los intereses corporativos mineros y las comunidades está mayor que lo que estaba antes de la nueva constitución. Tenemos el caso de INTA que ya les he mencionado, pero tenemos casos como por ejemplo en la cordillera del Cóndor, al sur del Ecuador, donde ya se otorgó una mina de cobre a una empresa china y donde aún hoy, antes de empezar los trabajos de explotación, ya se encuentran serios conflictos de tipo social y ambiental, como el desplazamiento de los pueblos, la destrucción del ambiente, de los ríos. Por tanto, la ley minera, más allá de que sea una buena o mala ley, nuestra percepción es que los intereses corporativos son mucho más poderosos que las leyes y los gobiernos, al menos en nuestros casos. Por tanto, el hecho de que ahora sean empresas nacionales quienes están operando, simplemente desde mi punto de vista son una mascarada. Es decir, como ahora somos todos nacionalistas y de izquierda, entonces mientras cantamos la canción del Che, ponemos a una minera nacional por delante, pero por atrás seguimos con las mismas prácticas corporativistas, terroristas, que venían operando las mismas empresas multinacionales. Y eso te lo digo porque lo estamos viviendo hoy mismo con un compañero dirigente que tiene que estar escondido, perseguido, porque se lo acusa de haber atentado contra el Estado, se lo acusa de rebelión contra el Estado. ¿Y cuál es la rebelión? Exigir que en tu territorio se consulte primero a la población antes de entrar con hechos consumados. Bueno, esa es un poco, sería la respuesta, ¿no? Danke, danke, super. Danke, José. Jetzt geht's noch einmal Nico. Ich möchte noch mal kurz auf Laura und Franziska eingehen, denn es stand ja die Frage im Raum, was können wir von Europa aus tun, um diesen Wahnsinn der Ressourcenplünderung und die damit auch unfassbaren sozialen und gewaltsamen Verwerfungen, um sie irgendwie einzudämmen. Natürlich hat Franziska recht, wenn sie sagt, lateinamerikanische Staaten sind zunächst mal souverän. Das ist schon richtig. Und dass man jetzt natürlich einiges tun kann, um in der Entwicklungshilfe anzubieten, Strategien anders auszuformen in Lateinamerika, das ist nichts, was meinen Widerspruch erregt. Ich würde nur sagen, das ist ein Fitzelchen der Lösung. Und ich glaube auch nicht, dass Recycling eine wirkliche Lösung ist. Es spricht nichts gegen Recycling innerhalb ganz bestimmter kleinräumiger Produktionssysteme. Aber generell stellt sich Recycling nach wie vor als eine Scheinlösung heraus. Das ist abermals viel belastet eben mit materiellen Rebound-Effekten. Was Laura sagt, Druck auf Konzerne auszuüben, wunderbar, perfekt, oder? Supply Chain Management Standards einzuführen, muss auch nicht falsch sein, nur das reicht ebenfalls nicht hin. Wir werden niemals in Lateinamerika etwas verändern oder verbessern können, was wir nicht vor der eigenen Haustür erstmal vorführen. Das bedeutet, die beste Form einer internationalen Zusammenarbeit im Hinblick auf Solidarität und Ressourcenschonung muss sein, hier in Deutschland überhaupt erstmal Produktions- und Konsumstile aufzubauen, die kompatibel sind mit einer radikalen Senkung der Bedarfe von diesen Ressourcen, über die wir hier reden. Und damit verbunden ist selbstverständlich eben auch der Nachfragesog oder Druck. Wir können nichts verändern in Lateinamerika, wenn wir nicht eben durch einen Rückbau unserer Nachfrage schlicht und ergreifend den Bedarf reduzieren und damit eben auch Anreize, überhaupt diese Extraktion zu vollführen. Und damit sind wir bei postwachstumstauglichen Produktionssystemen, die dann in der Tat, da muss ich Franziska wieder recht geben, auch Laura, die in der Tat damit zu tun haben, eine ganz andere, nicht nur Design, sondern auch natürlich Nutzungskultur aufzubauen. Und Smartphones beispielsweise haben bis heute
wenn man so sagen will, keine vernünftige Lösung hervorgebracht oder besser gesagt die Designer. Phoneblocks oder Fairphones sind wirklich, das ist so wie Schmuck am Nachthemd. Ich meine, das ist eine Träne im Ozean. Das Smartphone ist per se schlicht und ergreifend nicht als nachhaltige Ware zu haben. Wenn man also nicht dazu übergeht, Smartphones zu limitieren, wenn man nicht dazu übergeht, Smartphones möglicherweise in ganz bestimmten Arealen dieser Gesellschaft schlicht und ergreifend gar nicht mehr zu nutzen, werden wir das Problem der seltenen Erden, in diesem Fall ist es natürlich vorwiegend Coltan, gar nicht lösen können. Deswegen will ich nicht Smartphones verbieten, auch nicht Elektromobile oder sonst irgendetwas, aber die reine Reduktion ist die Strategie Nummer eins. Und dann kommt all das andere Schöne, was ich deswegen nicht schlecht reden will.